Shalom Aleichem. Ich bin Sura Rochel Schechter. Und ich bin Yves Jochnewitz. Seid bei Gliese in unser Kochprogramm Es Gesinnte Heit. Es kommt zu gehen der Yontif Sikis. Es haben wir beschlossen zu machen Holopsis oder Holischkis oder Prakis oder gewickelte Kreuz. Oder Gewompki euch. Richtig, richtig. Das Wort Holopsis befehle ich meint Teuben. Ah. Weiß nicht für was. Interessant. Is me macht es bei MS auf Hoshana Rabbe. Ja, Hoshana Rabbe is traditionell zu essen Kreut mei Cholim, weil Hoshana Rabbe schluckt man der Hescheines und me schreit komm me Wasser wie Eimer. Das heißt, da Stimm, was melt, melt und sagt. Und komm Wasser, auf Jiddisch klingt ein bisschen wie Kol auf meire Jiddisch Kreut, Kreut mit Wasser. Ja, ist ein Wertespiel. Ja. Aber wir machen gewickelte Kräuter, Holopsis, ein ganzes Sickes, was wir haben sehr lieb. Wir sind jetzt hier gewohnt zu essen ein fleischigen Rezept, aber wir wollen es machen vegetarisch. Wir können es machen milchig mit Käse oder Paarewe ohne Käse. Jetzt wollen wir unheben mit einem Pomodorensauce. Ich will jetzt gehen Zielgeräten beim Läufen. Gut. Die erste Sache wollt ihr 4 Löffel Albertbäume. Lasst es doch gut heizen. Auf einem mittelhohen Feuer. Und 2 Zwiebeln. Wir haben jetzt eine Größe und eine mittlere. Zerschnitten auf kleine Stückchen. Und das wollen wir lassen kochen, ungefähr 10-14 Minuten. Oft haben wir dreierlei Kräut. Weiße Kräut, rote Kräut und Italiener Kräut. Das ist sehr elegant und zu knetisch. Und ihr kennt actually Savoy Kräut. Mhm. Und alle machen Geschmack-Prakis, wollen wir machen? Finale. Finale. Ja. Und wollen wir aufnehmen die Blätter. Mhm. Und alle Blätter darf man gebäudig sein, soll nicht sein kein Schrotz im Lech. Die Blätter sind uns wie schöne Schüsseln. Dankeschön. Ist was wir wollen jetzt tun, wir wollen abwaschen jeden Blatt besinden und dann noch es abpaaren auf 5 Minuten und ihr könnt kochen, ob ihr wollt. Gut. Aber das hat doch schon gekocht. Es ist gewöhnt schon 13-14 Minuten. Is it, die seht ihr, sie wird schon ein bisschen bräun, ist tiet daran 4 Teppler Pomodoren, gehackte Pomodoren. Ein Lorbeerblättel. Und Salz. Ein Löffel. Bisschen Pfeffer. Und lasst es kochen an etwa 20 Minuten. Nicht zugedeckt. Wir stammen sind in der Blätter schon gerät. Ah, ja. Ah. Schön. Geht? Wollen wir es jetzt darauf nehmen vom Feuer? In Sommer schon Kräutblätter und Sauce, ihr sollt mir machen Gefilchts. In dem geht es. Gefilchts ist ein Gefilchts von Schwammen und Reis, Zwiebeln, Mehl und Sellerie. Kannst du abschälen von mir ein bisschen Sellerie? Ja. Gewöhnlich schält man nicht auf kein Sellerie, aber das mal ja, weil es ist ein Sachgeschmack, wenn ja. Gewoon heben zu schneiden die Zwiebeln. Die Zwiebeln, das Mehl und die Stängelzellerie will ich zerschneiden auf kleine Stücke. Und auf wie viel ist möglich, will ich machen die Stücke selbe Größe wie die kernliche Reis. Alles Ding soll sein mehr oder weniger ein Größe. Und das ist nicht die gewöhnliche lange Reis, nur die kurze Reis, was wir gemacht haben.
Weil das ist ein gedehrter, mooier Gefühl. Mhm. Und das passt auch sehr gut zu, wenn man macht gewickelte Kräuter. Ja, MS, die Kerzenreis, zum Beispiel Arborio-Reis oder Sushi-Reis oder Kerzenbräun-Reis sind ein bisschen mehr kleppig, ein bisschen geschmackiger. Das Mehl, ich will machen kleine Stücke Mehl. Auf dem Diagonal? Das, ich hebe mit den diagonalen Stücken, weil sie sind ein bisschen geringer, sie sind jetzt ein bisschen dünner. Und von sie mache ich die kleine Reis stücklich. Warm tun 4 Löffel Messeline Bäumel in a Patelnie. Gibt sie zunächst a Viertel Teppel Semischkes. Semischkes geben sie Mäulgefühl und Protein. Sie sind ein sehr Geschmack. Yeah. Nachdem gibt sie die zerschnittene Grinsen, Zwiebeln, Mäherle und Sellerie. Kijk wie schön de kleuren zijn. Also wie een Irländische voeren. Ja. Ik zie dat het koken en er 15 minuten op een middel feier. De schwemmelig zijn de hoofdingrediënt in dem gefillicht. We willen ze snijden in een spijsmachine. Zuerst schneiden wir sie in große Stücke. Mhm. Genug, weil wir sie zum Mohl. Nicht alle mit einem Mohl, mhm. Yes. Weil ich will die Schwemmelige Seilen euch sein, mehr oder weniger reislich, auf wie viel es ist möglich. Ja. Hier, jetzt ist das schon genug. Mhm. Impulsiert es. Mit einem Löffel mischt es euch. Also soll nicht sein, nur die Kleinstücke von hinten in der Größe von euch. Jetzt noch einmal pulsieren. Perfekt. Und die Stücke sind reislich, wie die Stücke von Zwiebeln, Möhren und Sellerie. Jetzt dort, als die Grinsen sind schon ein bisschen ziegeprägelt, werden wir ziegeben, die Schönerlich. Ja, aber das ist die. Die Schwemmelig haben lieb a heißen Feier und sie haben euch lieb a Sach Bäumel. Der Fahr sind sie schwemmelig, weil sie sind im Schwommen. Sie sagen ein sehr a Sach Bäumel. Und sie losen oft sehr Wasser, als man kocht sie drin. Ja. Prägelt sie auf a 15-20 Minuten. Sie sollen werden bräun, sie sollen schmecken wie Schwemmelig. Jetzt seht ihr, wie das Wasser hat sich ausgewärmt. Das sind die Schwemmlach mit der Mehlach und der Zellerie. Und sie seht, da füllen euch ein bisschen wie Fleisch, weil die von euch was haben lieb, dem Aussehen von Fleisch. Jetzt dort haben wir alle Komponenten von dem Gefillicht. Die abgekochte Schwemmlach, abgekochte und schön abgekühlte Reis, Kripp, Petrischke, Salz, Pfeffer, Eier und zerriebene Käse. Kann sein, was ihr versteht, Cheddar, Feta, alle harte Käse. Mhm. Jetzt klappt die Eier, sagt ja. Es geht. Das ist noch zu heiß, ich will zugeben die kalte Eis. Die Eier sollen sich nicht
kochen. Mischt's git eus Reis mit de Schwemmelech. Wenn sie sind in git eus gemischt und a bissel upgekielt, werden wir zugeben Käse, Gewürzen und zum Soft die Eier. Agi, weil wir will das machen, a paar davon machen, kennt ihr statt Cheddar Käse nützen zum Mullen in Nis? Ja, welche Nis sind in euch traditionell auf Schanerabe? Demolt essen wir die erste Nis von Jahr. Mm-hmm. Und also haben wir den Protein und den Käse. Ein bisschen Kripp, ein Viertel Teppel Kripp, ein Viertel Teppel Petrischke, zerriebene Käse. Das ist 4 Unzen, annähernd 1 Teppel Käse. Und die Eier. Und Salz, versteht sich. Wie viel ist das? Das ist ein Löffel Salz. Lass mir schön einfüllen die Kräutblätter. Ja. Schneid ab ein bisschen von dem Rickenbeindel von jedem Blatt. Sie sollen ein bisschen geringer sich lassen. Ein ehrlicher Viertellöffel, ein Viertel Teppel gefüllt in jedem Blatt. Ja. Ich will zuerst bägen die 2 Blätter von der Saat und dann noch wickeln also. Ihr gedenkt in unser Kapitel von Machen Blintzes. Das ist derselbe Methode von Wickeln, die Blintzes oder die Kräut. Was ist das schön abgekochte Pomodoro-Sauce? Wir gehen es geben mal süßen Säuren-Tarn, das ist sehr traditionell, mit Limone und Zucker. Sehr wenig. Ich ziehe dann eine halbe Limone, den Saft von einer halben Limone. Und dann nehme ich 1 Löffel Zucker. Salz mischen. Und das wollen wir begießen den Becken zuerst und dann noch heraufziehen die Holzes und über den noch einmal Sauce. Zuerst gießt du dann ein bisschen Elbeerbäumel von hinten. Dann noch ein bisschen von den Pomodoren. Zerspreit es. Und jetzt wollen wir reinlegen die Holzes. Nehmt ihr euch das Lorbeerblättel und dann noch den Rest von dem Sauce über die Praxis. Nicht zu schwer für dich, Yves? Das mal nicht. Ich bin eine starke jüdische Frau. Wir haben sie gedeckt mit einer Pomodorensauce. Okay. Und jetzt darf man sie decken mit Silberpapier, für das es auch nicht werden ausgewärmt, das Wasser. Sehr gut. Stellt in den Augen auf 350 Grad. Und stellt da rein auf eine halbe Schüssel. Ja, eine halbe Schüssel für mich. Nu zijn we misschien great of sickes. Mm-hmm. We hopen dat je het nu gehad van onze holletjes. Es gezinde heet. Gezinde heet.